صلی علی نبینا صلی علی محمد. درس حدیث، فورتراگ aus den Überlieferungen des heiligen Propheten صلی اللہ علیہ وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Verehrte Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Dersa Hadith-Reihe hier auf MTA. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam meine Hand nahm und sagte, O Muaz, bei Gott, ich liebe dich und ich ermahne dich, O Muaz, vergesse niemals nach dem Gebet dieses Bittgebet zu sprechen. O Allah, hilf mir, dass ich dein Zikr mache, dir Dankbarkeit erweise und dass ich auf schöne Art und Weise dich anbete. Verehrte Zuschauer, das Thema des heutigen Dersa Hadith ist Zikre Ilahi, das Gedenken Allahs. Das arabische Wort Zikr bedeutet Gedenken. Im Zusammenhang mit Allah bezieht es sich auf die verschiedenen Arten und Weisen, Allahs zu gedenken. Das Gedenken Allahs bedeutet also, die verschiedenen Attribute Allahs sich zu vergegenwärtigen, sie mit der Zunge immer wieder aufzurufen, ja, ihnen von ganzem Herzen zuzustimmen und seiner Kraft und Macht eingedenk zu sein. Das Salat, das fünfmal am Tag zu erbringende Ritualgebet, gehört also zum Gedenken, auch zum Gedenken Allahs. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Personen aus dem Grund zusammenkommen, um Allahs zu gedenken, dann werden sie von Engeln umgeben und von der Gnade ihres Herrn bedeckt. Durch Zikr-e Ilahi, das Gedenken Allahs, kann der Gläubige neue spirituelle Sphären erforschen und die Nähe und die Liebe Allahs erlangen. Im Heiligen Koran, im Kapitel 8, Vers 3, sagt Allah über Zikr-e Ilahi, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Nur die Gläubigen sind es, deren Herzen erbeben, wenn der Name Allahs genannt wird. Dann heißt es im Heiligen Koran im Kapitel 19, Vers 59, wenn ihnen die Zeichen des Gnadenreichen verlesen werden, fielen sie nieder, anbietend und weinend. Zikr, wie es durch den Heiligen Koran eingeführt wurde, gibt es in vier Arten. Alle vier sollten eifrig vollzogen werden. Es würde jemanden großen Segens entbehren, eine davon zu vernachlässigen. Die vier Typen sind folgende: die vorgeschriebenen Gebete zu verrichten, das Rezitieren des Heiligen Korans, das Rezitieren der Attribute Allahs, indem ihre Wahrhaftigkeit anerkannt wird
und ihre Einzelheiten ausgesprochen werden und das öffentliche Verkünden der Eigenschaften Allahs. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen Allah sein auf ihn, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Soll ich euch über die beste Handlung und edelste Tat selbst für Könige berichten? Eine Tat, welche euren Rang erhöht und besser für euch ist, als Gold und Silber zu spenden. Und besser ist, als im Krieg euren Feind zu begegnen und ihn zu enthaupten oder selbst zum Märtyrer zu werden. Die Gefährten sagten: Selbstverständlich, bitte nennen Sie uns diese. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen Allah sein auf ihn, antwortete: Es ist das Gedenken Allahs. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betonte die Wichtigkeit des Zikr in einem anderen Hadith so: Hazrat Abu Musa al-Ash'ari überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Unterschied zwischen jemandem, der seines Herrn gedenkt, und jemandem, der dies nicht tut, ist wie der zwischen einem Lebendigen und einem Toten. Allah sagt im Koran: Und wenn ihr das Gebet beendet habt, dann gedenket Allahs im Stehen, Sitzen und wenn ihr auf eurer Seite liegt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah sagt, wenn einer Allahs Freund feindselig behandelt, werde ich ihn den Krieg erklären. Meine Diener können meine Nähe nur durch die Taten erlangen, die mir unter den Vorschriften am liebsten sind. Durch Nawafil erreicht mein Diener meine Nähe, bis ich ihn liebe. Dann werde ich sein Ohr, mit dem er hört, und seine Augen, mit denen er sieht, und seine Hand, womit er schlägt, und sein Fuß, auf dem er geht. Wenn er mich um etwas bittet, dann gebe ich ihm das. Wenn er bei mir Zuflucht sucht, werde ich ihn behüten. Das Gedenken Allahs bringt großen Lohn mit sich. Die Gefährten fragten: O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ist der Lohn höher als der Lohn dafür, für Allahs Sache zu streben? Er sagte: Ja, weil es das Gedenken Allahs ist, das dazu führt, in seiner Sache zu streben. Hazrat Soban r.a. berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen Allah sein auf ihn, nach dem Ende des Gebets dreimal bei Allah um Verzeihung bat, Istighfar betete. Danach rezitierte er das folgende Bittgebet: O Allah, du bist Frieden und aus dir kommt Frieden und zu dir kehrt er zurück. Segensreich bist du, o du Herr der Erhabenheit und Majestät. Walid r.a. sagt: Ich fragte Uzair r.a. nach der Art und Weise des Istighfar. Er antwortete: Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Sag Astaghfirullah, Astaghfirullah. Hazrat Abu Huraira r.a. berichtet, dass sich einige arme Auswanderer zum heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam begaben und sagten: Die Wohlhabenden wurden Empfänger der außerordentlichen Belohnung und der ewigen Segnungen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen Allah sein auf ihn, fragte: Wie denn das? Sie antworteten: Sie verrichten Gebete, wie wir sie auch verrichten, fasten genauso wie wir es auch tun. Außerdem spenden sie auch auf dem Wege Allahs. Allerdings sind wir nicht imstande, das zu tun. Sie befreien Sklaven für Allahs Wohlgefallen, doch wir können dies nicht tun. Darauf sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen Allah sein auf ihn: Soll ich euch nicht von etwas berichten, das euch in den gleichen Rang einstuft, auf dem sie sich befinden? Sogar die übertrifft, die nach euch kommen werden. Es sei, denn sie tun dies auch. Die ausgewanderten Gefährten fragten: O Gesandter Allahs, gewiss berichten sie uns davon. Er sagte: Spricht nach jedem Gebet jeweils 33 Mal Subhanallah, heilig ist Allah, Alhamdulillah, aller Preis gebührt Allah, Allahu Akbar, Allah ist der Größte.
Nach einem kurzen Zeitraum traten die armen Auswanderer vor dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen Allah seien auf ihn, und klagten: Unsere reichen Brüder sind nun auch von diesem kundig geworden und rezitieren es. Darauf sagte der heilige Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen Allah seien auf ihn: Es ist Allahs Huld, er gibt, wem er will. Wie kann ich seiner Huld abhalten? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich empfehle euch, das Tahajjud-Gebet, das freiwillige Nachtgebet, zu verrichten, denn dies ist die Gewohnheit der Rechtschaffenen vor euch. Man erlangt dadurch die Nähe Allahs. Das Tahajjud-Gebet hilft euch, von den Sünden abzuwenden, löscht die Fehler aus und vertreibt die Krankheiten aus dem Körper. Alles sollte aber sein Maß haben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns angewiesen, das Zikr nicht bis zur Erschöpfung auszudehnen. Einst, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Hause kam, war Hazrat Aisha radhiyallahu anha, seine geliebte Ehefrau, mit einer Frau in einem Gespräch verwickelt. Hazrat Aisha radhiyallahu anha erzählte dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihn, sallallahu alaihi wasallam, dass die Frau Stunden im Gebet verbrachte. Der Prophet Gottes antwortete, sallallahu alaihi wasallam: Es ist nicht verdienstvoll, stundenlang das Gebet in solche Extreme zu treiben. Allah ist mit dem Gottesdienst zufrieden, welches regelmäßig vollzogen wird. Übermaß an Gebet ermüdet Allah nicht, aber den Betenden. Sein Gebet wird dann ohne Eifer und guten Geist vollzogen und bleibt verdienstlos. Jemand, der das Maß überschreitet, bringt Kummer über sich. Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam meine Hand nahm und sagte: O Muaz, bei Gott, ich liebe dich und ich ermahne dich, O Muaz, vergesse niemals nach dem Gebet dieses Bittgebet zu sprechen. O Allah, hilf mir, dass ich dein Zikr mache, dich gedenke, dir Dankbarkeit erweise und dass ich auf schöne Art und Weise dich anbete. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Zwischen dem Ruf zum Gebet Azan und dem Gebetsaufruf Ikama wird dein Bittgebet nicht zurückgewiesen. Der Mensch neigt zu Trägheit und Faulheit, er wünscht sich nur, mit einem Minimum an Schwierigkeit und Disziplin zurechtzukommen. Der allmächtige Gott, der den Schwächen seiner Geschöpfe wohlkundig ist, hat durch seine Gunst einige Gebetshandlungen als obligatorisch, andere als freiwillig festgesetzt. Das Pflichtgebet setzt seinen akzeptablen Standard fest. Demjenigen, der diesem Standard völlig entspricht, trifft kein Vorwurf. Verehrte Zuschauer, möge Allah, der Erhabene, uns die Kraft geben, dass wir auf beste Weise vom heiligen Monat Ramadan profitieren. Möge Allah Ta'ala uns befähigen, ihn auf beste Weise zu gedenken, dass wir unseren Schöpfer stehen und sitzen und in jeder Lebenslage gedenken, so wie es seiner Herrlichkeit gebührt. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim. Innaka hamidun majid. Salli ala nabi. Salli ala Muhammad. Darse Hadith, Vortrag aus den Überlieferungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam.